Hallo und willkommen zurück zu Sonic the Lost World. Man hat längere Zeit jetzt nichts mehr von mir gehört, weil ich im Urlaub war, also Winterurlaub, über Weihnachten, bis Weihnachten in ungefähr so grob sind dann noch Aufnahmen gekommen, aber danach war ich im Urlaub und daraufhin ist dann mein Laptop verreckt. Ich konnte dann nichts mehr aufnehmen, weil die Festplatte kaputt war und ja, dann bin ich währenddessen dann auch noch umgezogen, ist dann auch noch dazu gekommen und dann hatte ich auch jetzt 2 Wochen lang kein Internet zur Verfügung, dass ich aufnehmen hätte können, aber jetzt habe ich endlich Internet seit Donnerstag, heute ist Sonntag und ich habe jetzt endlich auch Zeit, dass ich aufnehmen kann, yay! Und das freut mich natürlich und ich möchte mich bei euch entschuldigen, dass der Kanal so lange still war und dass ihr nichts von mir gehört habt. Wie gesagt, ich hatte kein Internet und dass ich euch irgendwie was sagen hätte können oder so. Alles klar. Im letzten Part haben wir gegen Dr. Eggman gekämpft in der Lava Mountain Zone. Ich habe mir nämlich nochmal nachgeguckt, was der letzte Part war. Und ich habe mir dann auch ein paar Bonus-Levels angeguckt. Aber ich bin jetzt noch dafür, dass man die 100% jetzt endlich mal angeht. Alle roten Ringe einsammeln. Deshalb bin ich schon mal in die Windy Hill Zone in die ersten Levels gegangen. Aber in der Zone 1 haben wir schon alles fertig. Zone 2 auch. Deshalb machen wir gleich mal bei Zone 3 weiter. Und gucken da nochmal, wo der letzte rote Ring war. Wir hatten hier schon mal alle, aber durch den scheiß Spielstandverlust ist das etwas ein bisschen doof gewesen. Und ich konnte mich jetzt auch mal wieder ein bisschen einspielen, weil ich habe jetzt seit ein paar Monaten nicht mehr Sonic gespielt. Und ja, musste mich halt auch erstmal wieder ein bisschen einspielen und das konnte ich vorher mal, wo ich mir die Bonuslevel mal angeguckt habe. Es ist jetzt nichts Besonderes, aber ich werde es euch dennoch zeigen. Aber erstmal alles nach der Reihe, weil die heruntergeladenen Levels haben wir auch noch. Und ja, das kommt dann alles nacheinander, würde ich sagen. Also wir sollten uns jetzt halt am besten jetzt nicht so krass übernehmen. Sondern erstmal alles nacheinander. Jetzt machen wir erstmal die 100% voll. Da sind wir noch gut beschäftigt. Vor allem bis ich das mal endlich mal gefunden habe, wo das alles ist. Das dauert noch ein Weilchen, würde ich sagen. Weil ich das noch so ein bisschen im Hinterkopf habe, dass die meisten roten Ringe total bescheuert dorten waren, irgendwo rumgelegen sind und ich keinen blassen Schimmer mehr habe, wo die alle waren. Und ich hoffe, dass ich jetzt halt auch die restlichen Ringe finden werde. So, sind wir hier durch und da geht's nach unten. Und den haben wir schon gehabt. Okay, dann geht's weiter. Wie gesagt, Leute, ich muss mich nochmal dran erstmal orientieren, wo denn die ganzen roten Ringe waren. Ich weiß das nämlich alles schon gar nicht mehr. Ich habe das gar nicht mehr alles so im Kopf. Und deshalb muss ich erstmal nochmal alles irgendwie ein bisschen absuchen, mich erstmal orientieren. Ich habe jetzt nicht alle alten Parts nochmal angeschaut, da wäre ich ja Ewigkeiten beschäftigt. Sondern ich möchte es einfach so wieder herausfinden mit euch. Ist, glaube ich, auch ein bisschen spannender und lustiger, mal die ganzen alten Levels nochmal zu sehen. Für die, wo halt das jetzt halt die ganze Zeit verfolgt haben, für die ist das jetzt halt nichts Besonderes mehr. Ist ja ganz klar. Okay. Aber für mich ist das jetzt dennoch was anderes, weil ich das jetzt seit längerer Zeit nicht mehr gespielt habe. Aha, ein Leben. Ist hier sonst noch was? Ich glaube, nee, da ist der Abgrund. Alles klar. Hier geht's nicht weiter. Und da drüben war auch nichts mehr. Genau, okay. Dann gehen wir schon wieder weiter.
war der letzte rote Ring, liebe Leute? Wo war denn der? Diesen roten Ring haben wir auch schon. Also das heißt, wir waren hier schon. Also denke ich, man muss hier irgendwo dann der letzte rote Ring daherkommen. Diesen roten Ring haben wir auch bereits. Genau. Dann gibt es eigentlich nur noch diese Möglichkeit hier. Hier geht es ja auch noch weiter, soweit ich das noch richtig im Kopf habe. Oder auch nicht. Nee. Okay. Dann eben nicht. Also muss er hier irgendwo dann eigentlich der letzte rote Ring daherkommen. Also so eigentlich die Glocke. Ich glaube, die haben wir auch gehabt. Ich glaube mal, bin mir jetzt nicht sicher. Und danach kam ja eh schon der Schluss daher. Also. Ja. Und da hinten war der Schluss. Leute, das irritiert mich jetzt gerade ein bisschen. Hier konnte man noch so rumlaufen. Aber ich glaube, da hinten war aber auch nichts Besonderes mehr. Nee, da ist nichts. Da ist kein roter Ring. Wo könnte dann der letzte rote Ring gewesen sein? Wenn der hier schon nicht war. Den in der Glocke, den haben wir auch. Wo könnte dann der letzte gewesen sein? Knifflig, knifflig, knifflig. Dich haben wir. Jetzt laufe ich einfach mal so weiter. Und hoffe mal, dass ich da irgendwie noch was finde. Ansonsten werde ich mir mal nochmal eine alte Aufnahme angucken. Von mir. Da ist das Ziel. Und hier hinten war der nicht mehr. Komisch, komisch, komisch. Tricky, tricky, tricky. Wo war denn der? Das ist ja einer der letzten. Also das heißt, der muss zwischen den einen und der Glocke kommen. Theoretisch. Bloß wo da? Das ist jetzt die Frage. Das irritiert mich jetzt gerade. Gehen wir nochmal rein und dann probieren wir es mal mit dem Radar, was wir hier haben. Ja, normalerweise, wenn jetzt ein roter Ring in der Nähe ist, müsste es dann irgendwie so aufblinken. Dass wir das sehen. Aber die meisten roten Ringe, die haben wir ja. Also es muss ein ziemlich später roter Ring sein. Sehr knifflig, Leute. Sehr, sehr knifflig. Ich bin echt gerade noch am Überlegen, wo war der? Wo könnte der gewesen sein? Hier war der nicht. Ist viel zu früh. Dann in den unteren Abschnitten, da waren die ja auch nicht.
Da, den haben wir ja schon bereits. Das muss weiter hinten gewesen sein, anders gibt es ja nicht. Schaffe ich nicht. Hier drüber. Dann geht's da nach unten. Das haben wir auch gemacht. Jetzt laufe ich mal geradeaus einfach weiter. Vielleicht taucht der hier oben nochmal auf. Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Dann haben wir den roten Ring. Den roten Ring haben wir auch bereits. Das heißt, er kann eigentlich nur noch irgendwo hier auftauchen. In diesem Abschnitt. Hier ist schon die Glocke. Das verwirrt mich gerade, Leute. Das verwirrt mich jetzt gerade echt extremst. Ich komme irgendwie gerade nicht drauf klar. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo der ist. Ja, den haben wir auch schon. Das kann's doch nicht sein, Leute. Der muss doch irgendwo sein. Der muss irgendwo noch vor der Glocke sein. Und hier findet man die Glocke. Heißt, da muss er irgendwo hier irgendwo auftauchen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Kann man hier irgendwo rein? Nee, oder? Ich sehe jetzt zumindest nichts dergleichen. Tricky, tricky, tricky. Wo könnte der denn sein? Oben, da kann man den Dings hernehmen. Den von Colors. Hier. Der muss hier unten sein. Okay, wie komme ich hier runter? Warte mal, da konnte man doch vorher mal runter, ganz am Anfang. Hier. Nee, da bin ich reingekommen. Kann man da unterirdisch irgendwo weitergehen? Nee. Nee. Das kann nicht sein. Normale drin. Der ist hier. Plus wo? Leute? Wo soll der hier sein? Das irritiert mich gerade echt. Ich komme ja hier nirgendwo rein. Leute, ich komme da echt gerade nicht drauf, wo der sein soll. Tut mir leid.
Das ist mir jetzt echt gerade zu hoch. Ich weiß nicht, wo der sein soll. Tut mir echt leid. Da muss ich mich nochmal schlau machen. Also hier weiß ich jetzt wirklich nicht, wo dieser scheiß rote Ring sein soll. Ganz ehrlich. Ich habe den schon mal gefunden, ja, aber ich wüsste jetzt nicht mehr, wo der ist. Vor allem, ich habe bloß die Stufe 1 Radare, die finde ich jetzt doch nicht, die sind nicht so toll, die sagen das nicht so genau, wo der ist. Muss ich nochmal gucken. 61 Tiere, sehr schön. Für das letzte Bonus-Level, was nämlich hinter Dr. Eggman seine Level gibt, brauchen wir 7000 Tiere. Also es ist auch nicht schlecht, wenn wir jetzt ein bisschen sammeln nebenbei. Dann schauen wir uns die Windy Hill Zone 4 an. Oder Zone 3, Zone 4, was? Genau. Da fehlt uns auch noch ein roter Ring. Ich glaube, da habe ich gewusst, zumindest damals, wo der letzte war. Wenn mich jetzt nicht alles irrt. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen konzentriert bin, ich bin hier noch am gucken. Die sind so komisch andersrum. So springst du normal. Dann springen wir mal so. Lauter Kamikaze-Schafe. Aha, hier war ein roter Ring. Okay. Hier war nichts, zumindest ist mir jetzt nichts leuchtend Rotes aufgefallen. Ich mache hier trotzdem mal langsam. Okay, nach hinten geht's nicht. Okay, hätte ja sein können. Dann geht's hier weiter. Also ich sehe noch nichts. Da mit Hyperspeed. Okay, nichts. Nee. Nee. Hier hinten war einer. Ja, genau, den haben wir schon eingesammelt. Dann war vielleicht hier oben auch noch einer. Nö. Nö, war keiner. Okay. Dann hat sich das ja schon wieder erledigt. Hätte ja auch sein können. Bei dem Spiel muss man schon ganz schön genau hinschauen, Leute. Weil teilweise sind die echt so krass versteckt, die Dinger. Denkst du bloß dort, dann denkst du bloß, what the hell, wo soll hier was sein? Hier war, glaube ich, auch einer. Genau, aber den haben wir schon. Also können wir beruhigt mal ein bisschen weiter gehen. Hier kann der gar nicht mehr auftauchen. Wenn ich diesen Igel nicht besiege, hauen mich die anderen, bis ich glauben. Da
Das ist sehr richtig. Da unten geht's rein. Vorher haben wir mit denen eine auf die Mütze. Aber wo ist der Zehnerring? Jetzt fehlt immer nur der Vorletzte. Das ist irgendwie seltsam. Als ob das so volles Phänomen ist. Okay. Kein roter Ring. Brauche ich ihn vielleicht? Habe ich das noch nicht gemacht? Das könnte sein. Das könnte durchaus sein, dass ich den ausgelassen habe. Hier ist nichts sonst. Okay, gehen wir mal ein bisschen weiter. Nee, auch nichts. Auch nichts. Nee, da ist auch nichts. Ich glaube, hier irgendwo war, glaube ich, mal einer, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich kann mich jetzt immer auch täuschen. Spitz deine Stachel, denn nun bekommst du's mit mir zu tun. Okay, den haben wir auch schon. Der kann eh nicht hier sein. Das verwirrt mich gerade. Oh Gott. Jetzt bin ich zu weit, glaube ich. Alter, wo könnte der letzte gewesen sein? Stell mich ja auch gerade an. War der da vielleicht? Nee. Glaube ich nicht. Und hier ist der Bosskampf. Hä? Irgendwas habe ich vergessen, Leute. Irgendwas. Irgendwo hier musste er doch sein. Ist der auf der anderen Seite quasi? Nee. Könnte der denn sein? Das gibt's doch nicht. Ich bin nur hier wieder den scheiß doofen roten Ring. Den will ich haben. Okay. Du hast mich überrascht. Spitz deine Stachel. Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man hier. Also ich habe ihn nicht. Dass man hier den Galaxy oder wie der heißt einsetzen muss. An den Looping, weil meistens ist das da immer so eine Warp Zone mehr oder weniger. Oder was das auch immer sein soll. Oder hier. Das ist ja der Vorletzte. Wenn das da oben der Letzte ist, dann müsste der hier eingesetzt werden, weil hier kriegt man ihn. Das wäre zumindest eine Idee.
hier geht schon mal rein. Ich komme da nicht hoch. Ich komme nicht hoch. What the hell? Ich komme nicht hin. Ich komme nicht hin. Das darf nicht wahr sein. Wir wissen jetzt, wo er ist. Aber wie kommt man da hin? What the hell? Oh Gott, der Part hat schon wieder Überlänge. Deshalb tue ich den Part jetzt beenden, liebe Leute. Wir sehen uns im nächsten Part genau hier wieder. Bis dahin noch viel Spaß und ciao, ciao.